Nach den Landtagswahlen in Niederösterreich, in Tirol und in Kärnten folgt am 22. April die Landtagswahl in Salzburg und dies ist die vierte und zugleich letzte reguläre Landtagswahl in Österreich in diesem Jahr. In diesem Video wollen wir uns den aktuellen Stand der Umfragewerte für diese Landtagswahl in Salzburg anschauen und der Stand der Dinge für dieses Video ist der Donnerstag, der 29. März 2018 zum Zeitpunkt 10.30 Uhr. Und was den 29. März betrifft, gilt Folgendes zu sagen. Die neueste und letzte Umfrage zu dieser Landtagswahl in Salzburg stammt nämlich vom 29. März. Und zwar wurde die Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut IMAS veröffentlicht. Und wenn wir einmal auf die Werte von IMAS schauen, dann sehen wir, dass für die meisten Parteien Wertebereiche angegeben werden, wo sich die Partei momentan laut IMAS befindet. Das heißt, wir haben für die SPÖ, für die Grünen, die ÖVP und die FPÖ gar nicht einen ganz konkreten Wert angegeben, wo die Partei sich nun wirklich befindet, sondern es wird ein Wertebereich angegeben. Nun, schauen wir uns mal diese neueste Umfrage an und ich werde, wie auch bei den anderen Landtagswahlen, ein bisschen was zur Regierung und zu den Parteien sagen, damit ihr einen Überblick habt, wie es eigentlich in Salzburg aussieht. Vielleicht beginne ich mal ganz kurz mit der Regierung in Salzburg. Das bietet sich zunächst einmal an. 2013 nach der Wahl bildete sich ein Dreierbündnis aus, bestehend aus der ÖVP, den Grünen und dem Team Stronach. ÖVP und Grüne hatten 18 Sitze erzielt und es gibt 36 Sitze im Landtag, sodass also noch irgendwo mindestens eine Stimme her musste. Und so hat man sich mit dem Team Stronach zusammengetan. Diese Regierungskoalition war etwas ganz Besonderes, denn erstmals seit 1945, also erstmals seit es die Republik Österreich gibt, war die SPÖ nicht mehr Teil der Landesregierung in Salzburg gewesen. Das Team Stronach gibt es in dieser Form nicht mehr. Es hat sich im Laufe der Legislaturperiode aufgelöst. Es gibt nur noch einen fraktionslosen Abgeordneten, der dem Team Stronach zuzurechnen ist. Und dann gibt es noch zwei weitere fraktionslose Mitglieder im Landtag und einer dieser fraktionslosen Mitglieder unterstützt die ÖVP, sodass also momentan de facto nur noch die ÖVP und die Grünen die Regierung stellen. Durch diesen einen Fraktionslosen, der zur ÖVP übergetreten ist, hat man ja dann 19 Stimmen, über die man verfügt und damit hat man dann auch tatsächlich die absolute Mehrheit im Landtag von Salzburg. Der letzte verbliebene Abgeordnete vom Team Stronach, Hans Meyer, ist im Januar 2018 aus der Regierung ausgetreten und Hans Meyer tritt jetzt bei dieser Wahl mit einer eigenen Liste an. Und Hans Meyer, das sei an dieser Stelle erwähnt, da er manchmal in den Umfragen auch genannt wird, ist ein ehemaliger ÖVP-Politiker, der dann zum Team Stronach gewechselt ist und vom Team Stronach ist er jetzt also der Anführer seiner eigenen Liste und zwar ist das die Salzburger Bürgergemeinschaft, die er anführt. Aber es sieht nicht so danach aus, als könnte Hans Meyer die 5%-Hürde knacken und so in den Landtag einziehen. Das mal zur Regierung und erwähnt werden sollte auch noch der Landeshauptmann. Er stammt logischerweise von der ÖVP, da sie ja die stärkste Kraft geworden ist bei der letzten Wahl. Und es handelt sich hierbei um Wilfried Haslauer Junior. Er ist Landeshauptmann seit dem 19. Juni 2013 und dessen Vater Wilfried Haslauer Senior war selbst einmal Landeshauptmann in Salzburg gewesen und ich meine, das war in den 70er Jahren. Also hier gibt es in gewisser Weise eine leichte Familientradition, die hier eingeführt worden ist. Jetzt blicken wir mal auf die einzelnen Parteien und auf ihre Werte und wir beginnen mal mit der SPÖ. Und die SPÖ, die war ja vor 5 Jahren ganz schön unter die Räder gekommen. Man hat ja nicht nur es nicht geschafft, in die Landesregierung zu kommen, wie gesagt, erstmals seit 1945, also im Grunde erstmals überhaupt in der Republik Österreich hat man es nicht geschafft, in die Regierung zu kommen. Man hat auch ganz schön herbe Verluste eingefahren, minus 15,54% waren es damals und so kam man nur noch auf 23,83%. Wenn wir jetzt auf die jüngsten Werte von IMAS schauen, dann sehen wir, wird sich die SPÖ vielleicht etwas erholen, aber sie wird nicht wirklich viel von diesen minus 15,54% der letzten Wahl wieder gut machen. Das heißt, die SPÖ kann nicht wirklich an die alten Werte von vor 2013 anknüpfen und damit dürfte es ein bisschen auch wieder enttäuschend sein für die SPÖ. Das Ziel der SPÖ ist es allerdings, wieder in die Landesregierung zu kommen. Und wir werden dann im weiteren Verlauf des Videos einmal analysieren, ob das mit diesen 24-26% überhaupt möglich ist oder ob die SPÖ auch weiterhin in der Opposition bleiben wird. Als nächstes sehen wir die Grünen, die kommen momentan auf 14-17% und damit
kommen sie zwar im Vergleich zur Wahl von 2013 immer noch auf einen Negativwert, also auf Verluste, aber sie haben sich in den letzten Monaten doch scheinbar etwas erholt. Denn wenn wir mal auf die Umfrage von GMK vom 20. Dezember blicken und auf die Umfrage von Public Opinion Strategies vom 25. Februar, dann sehen wir, sah es für die Grünen eine Zeit lang noch deutlich schlechter aus. Bei GMK waren es 11% und bei Public Opinion Strategies waren es zwischen 7% und 11%. Da sah es also ganz danach aus, als würden die Grünen vielleicht sogar die Hälfte ihres Stimmenanteils von 2013 einbüßen. Und mit den 14% bis 17% von IMAS momentan sieht es nicht mehr so danach aus, als würden die Grünen deutlich einbrechen, aber sie werden trotzdem, so sieht es aus, deutliche Verluste einfahren. Selbst bei den 17% im Optimalfall sind es ja immer noch etwas mehr als 3% Verluste. Und ob das weiterhin für eine Regierungsmehrheit mit der ÖVP reicht, das werden wir dann auch im weiteren Verlauf dieses Videos analysieren. Dann haben wir als nächstes NEOS, die Liberalen, die erstmals in den Landtag von Salzburg einziehen wollen, denn vor 5 Jahren gab es die Partei noch nicht. Und IMAS gibt NEOS als einzige Partei tatsächlich einen ganz konkreten Wert bei der Umfrage und das sind 5%. Und damit dürfte es für NEOS tatsächlich eine enge Kiste werden, denn es gibt eine 5%-Hürde in Salzburg und mit diesen 5% für NEOS liegt NEOS genau da drauf, auf dieser Hürde. Und das heißt, es könnte also reichen, dann wohl knapp reichen, oder es könnte nicht reichen, dann wohl eher knapp nicht reichen. Und demzufolge müssen wir nachher bei der Sitzverteilungsberechnung die beiden Fälle beachten. NEOS schafft es oder NEOS schafft es nicht. Wenn wir auf die Umfragewerte davor schauen, dann muss man sagen, sah es eigentlich für NEOS bisher gar nicht so tragisch aus. Am 8. März hat IMAS noch 7 bis 9% veranschlagt und auch bei Public Opinion Strategies gab es einen Wertebereich von 5 bis 9%. Jetzt diese 5% bei IMAS sind ein deutlicher Rückfall. Die Tendenz sagt, NEOS schafft es vielleicht, weil die Umfragen davor nicht so schlecht waren. Aber die Frage ist, wie entwickelt sich dieser Umfragewert auch bei anderen Meinungsforschungsinstituten bis zum Tag der Wahl? Also wir werden diese beiden Fälle nachher beachten müssen, dass NEOS es schafft oder eben nicht schafft, in den Landtag einzuziehen. Dann haben wir die ÖVP, die Partei des Landeshauptmanns. Und die ÖVP hat ähnlich wie die SPÖ vor 5 Jahren doch herbe Verluste eingefahren. Die waren zwar nicht ganz so groß wie bei der SPÖ, etwa halb so groß mit -7,54%, aber trotzdem war es auch für die ÖVP eine sehr enttäuschende Wahl gewesen. Der große Wahlsieger, das sei mal an dieser Stelle genannt, vor 5 Jahren, das waren die Grünen mit +12,82%. Die haben also von der SPÖ und von der ÖVP profitiert durch deren Schwäche und vor allen Dingen durch die Schwäche der SPÖ haben die Grünen profitiert. Die ÖVP, also wie gesagt, hat etwa 7,5% an Verlusten eingefahren von vor 5 Jahren, beziehungsweise vor 5 Jahren. Und wenn wir jetzt auf den Wert von IMAS schauen, dann sehen wir, dürfte sich die ÖVP klar davon erholen. Mit 32 bis 35% heißt es also circa +3 bis +6%. Und je nachdem also, in welchem Bereich wir uns tatsächlich am Ende befinden werden, könnte die ÖVP also ziemlich viel der Verluste von vor 5 Jahren wieder wettmachen. Also im Gegensatz zur SPÖ hat die ÖVP eine realistische Chance, fast alle Verluste im Vergleich zu der Wahl von vor 5 Jahren wieder wettzumachen. Und wir sehen auch bei Public Opinion Strategies und bei GMK gab es sogar mal ganz starke Werte für die ÖVP, nämlich im maximalen Fall sogar 41%. Und damit läge die ÖVP sogar dann deutlich oberhalb des Wertes von 2008. Also es könnte sogar sein, dass die ÖVP sensationell stark wird. Laut IMAS ist davon aber nicht auszugehen und wir sollten die ÖVP also bei 32 bis maximal 35% veranschlagen. Und dann haben wir noch als letzte Partei, die es in den Landtag wohl sehr klar schaffen wird, die FPÖ. Mit 16 bis 18% liegt sie auf dem Niveau, wie sie vor 5 Jahren lag. Und zur FPÖ gibt es auch noch etwas zu sagen, nämlich was sich seit der letzten Wahl in Salzburg getan hat. Die FPÖ hat vor 5 Jahren 17,03% erzielt und damit konnte sie 6 Sitze erringen. Und momentan gibt es von diesen 6 Abgeordneten keinen mehr, der bei der FPÖ ist. Und das liegt daran, dass es zu einem Streit gekommen ist zwischen der Salzburger FPÖ und der österreichischen FPÖ, also die FPÖ, die auf nationaler Ebene agiert. Und zwar ist das wie folgt. Die FPÖ in Salzburg wurde 2013 von Dr. Karl Schnell angeführt und es kam dann zu einem parteiinternen Konflikt zwischen Schnell und Heinz-Christian Strache. Und letztendlich
passierte dann Folgendes: Am 9. Juni 2015 wurde Schnell von der FPÖ bzw. aus der SPÖ ausgeschlossen und so gründete dann Dr. Karl Schnell die Freie Partei Salzburg, die FPS, und alle Abgeordneten in Salzburg schlossen sich dieser Bewegung an und somit hatte also die FPÖ alle Parlamentarier in Salzburg verloren. Momentan hat die FPÖ immerhin einen Abgeordneten im Landtag sitzen und das liegt ja daran, dass einer dieser drei Abgeordneten vom Team Stronach, nachdem er fraktionslos geworden ist, sich der FPÖ angeschlossen hat, beziehungsweise mit der FPÖ sympathisiert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn mit der FPS? Tritt die denn überhaupt an bei der Wahl 2018? Und da muss man sagen, ja, Dr. Karl Schnell tritt auch wieder mit der FPS an, aber wir sehen, die Partei wird bei den Meinungsforschungsinstituten nicht aufgeführt und das liegt einfach daran, dass die FPS weit entfernt ist von den 5% an Stimmen und somit sieht es so aus, als würde also Karl Schnell mit seinen Abgeordneten 2018 nicht mehr im Landtag vertreten sein nach der Wahl und die FPÖ wird dann also in voller Stärke mit wahrscheinlich 6 Sitzen, das werden wir gleich sehen, in den Landtag einziehen. Und noch ein kurzes Wort zur FPÖ, mit diesen 16-18% liegt sie ja auf dem Niveau wie 2013 und damit ist das hier in Salzburg ein bisschen anders laufend als bei den anderen Landtagswahlen, die wir in diesem Jahr hatten. Da hatten wir ja gesehen, dass die FPÖ ja durchaus deutliche Gewinne erzielen konnte, auch bei Umfragen und dann bei den Ergebnissen und das lag ja zum Beispiel daran, dass das Team Stronach ja nicht mehr existiert. Und hier in Salzburg ist es erstaunlich, denn das Team Stronach hatte vor 5 Jahren 8,34% erzielt. Und da es das Team Stronach nicht gibt, ist ja dieses Wählerpotenzial frei geworden. Und scheinbar kann die FPÖ aber in Salzburg nicht davon profitieren, von diesem frei gewordenen Wählerpotenzial. Denn wir sehen ja, mit 16-18% sind im besten Fall gerade mal Gewinne von 1% möglich. Wir sehen zwar bei Public Opinion Strategies lag mal der Wert zwischen 20-26%, aber die jüngsten Werte sehen die FPÖ dann doch nicht mehr ganz so stark. Wie dem auch sei, die sonstigen kommen auf 4%, nach der Angabe von IMAS waren es 0-8%, aber ich habe das jetzt mal gemittelt. Und wenn wir jetzt auf die Gewinne und die Verluste blicken, dann sehen wir bei den Gewinnen natürlich Neos, denn die gab es ja vor 5 Jahren nicht. Also ist jede Stimme für Neos eine Stimme des Gewinnes für Neos. Die ÖVP liegt deutlich im Plus bei plus 4,5% und zurzeit liegt auch die SPÖ im Plus, allerdings sind das nur leichte Gewinne von plus 1,2%. Die FPÖ kommt auf plus minus 0% und zwar nehme ich hier den Mittelwert, also den Schnittwert der Zahlenbereiche. Nicht wundern, wie jetzt also die Gewinne zustande kommen und die Verluste. Die Grünen kommen auf minus 4,7%, werden also dieses Mal wohl der große Verlierer werden bei dieser Wahl. Und dann haben wir noch minus 6% bei den Sonstigen. Zu den Sonstigen gehören unter anderem Parteien wie das Team Stronach vor 5 Jahren, die ja jetzt nicht mehr antreten. Deswegen sind die Gewinne hier in Salzburg besonders groß. Jetzt schauen wir mal auf die Sitzverteilung und die Koalitionsmöglichkeiten. Nach IMAS sieht es wie folgt aus. Die ÖVP kommt auf 13 Sitze und würde damit 2 dazugewinnen im Vergleich zur Wahl von vor 5 Jahren. Die SPÖ würde ihre 9 Sitze behalten, die FPÖ würde die 6 Sitze bestätigen, die Grünen würden einen Sitz verlieren und kommen auf 6 Sitze und Neos käme auf 2 Sitze. Und wenn wir jetzt auf die Koalitionsmöglichkeiten schauen, dann sehen wir, gibt es 3 realistische und in allen spielt die ÖVP eine Rolle. Es wäre ein rot-schwarzes Bündnis möglich, SPÖ plus ÖVP. Dieses Bündnis käme auf 22 Sitze. Dann hätten wir eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition mit auch weiterhin 19 Sitzen, nämlich Grüne plus ÖVP kämen auf 19 Sitzen und auch ein Bündnis aus ÖVP und FPÖ hätte eine knappe Mehrheit mit 19 Sitzen. Und demzufolge hat Wilfried Haslauer Junior, so wie es aussieht, die Qual der Wahl. Er kann sich den Koalitionspartner aussuchen und dann wird die Frage sein, für wen er sich entscheiden wird. Die ÖVP scheint dahingehend sich noch nicht festgelegt zu haben. Da buhlt im Grunde jeder um die Gunst der ÖVP. Die Grünen möchten gerne in der Regierung bleiben. Die SPÖ würde mal gerne wieder zurückkommen in die Landesregierung und damit eigentlich die Tradition fortsetzen, dauerhaft in der Landesregierung in Salzburg zu sein. Und die FPÖ wird halt auch ihre Chance, mit der ÖVP in ein Bündnis gehen zu können. Was es am Ende werden wird, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie das tatsächliche Wahlergebnis ist, denn wir sehen ja, dass die ÖVP und die Grünen und auch ÖVP und FPÖ nur eine knappe absolute Mehrheit hätten momentan und je nach Wahlergebnis könnte es sein, dass es dann für eines dieser Bündnisse auch gar nicht reichen wird.
Sollte NEOS es nicht in den Landtag schaffen, dann sieht das wie folgt aus. Die SPÖ und die FPÖ würden einen Sitz jeweils dazugewinnen und damit würden diese Bündnisse mit der ÖVP stärker werden. SPÖ und ÖVP kämen auf 23 Sitze und ÖVP plus FPÖ kämen dann auf 20 Sitze. Und in diesem Fall sieht es also so aus, als würde ÖVP plus FPÖ dann auch auf jeden Fall gehen. Ob das dann umgesetzt wird, ist dann eine andere Frage. Momentan sieht es aber wohl eher so aus, als könnte NEOS es tatsächlich in den Landtag schaffen und dann hätten wir die drei Koalitionen, die wir hier sehen. Aber wir haben auch eben gesehen, egal wie die Wahl ausgeht, die drei Koalitionsmöglichkeiten gibt es möglicherweise und es gibt dann auch keine anderen, die noch dazukommen würden. Und somit können wir zusammenfassend Folgendes sagen, auch wenn wir bei den neuesten Umfragen keine ganz konkreten Werte für die einzelnen Parteien haben, so kann man doch gewisse Tendenzen klar erkennen. Die ÖVP dürfte diese Wahl dann doch relativ deutlich gewinnen. Die Grünen dürften zu den großen Verlierern zählen. Und alles in allem kann man sagen, die ÖVP kann sich dann sehr wahrscheinlich den Koalitionspartner zwischen der SPÖ, der FPÖ und den Grünen auswählen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie stark wird die ÖVP selbst, wie viele Sitze bekommt man dadurch und wie stark werden dann zum Beispiel auch die Grünen und die FPÖ und wie viele Sitze macht das. Aber so wie es aussieht, dürfte die ÖVP ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten haben als nur die SPÖ. Aber was man auch schon klar sehen kann, ist, dass Wilfried Haslauer Junior wohl mit ziemlich großer Sicherheit weiterhin der Landeshauptmann von Salzburg bleiben wird.